Und willkommen zurück zu Silent Hunter 1, meine Lieben. So, ich bin wieder da. Mein Rechner ist auch wieder da. Leider muss ich Silent Hunter 1 jetzt nochmal neu anfangen. Ist mir gerade wieder abgestürzt. Ich habe schon hier so weitestgehend mein Account erstellt wieder. Der kotzt mir auch jetzt gerade ein bisschen an, dass wir wieder neu anfangen müssen. Aber dann ist es halt so, ne? So, wir hatten jetzt in der letzten Zeit auch sehr viel zu tun. Morgen geht es nach Potsdam zum Lehrbilderausgang. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. So, okay. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Wir gucken mal. Wir müssen nach Südjapan. Ich hatte auch schon soweit alles eingestellt. So würde ich das lassen, wie beim letzten Mal. Und ich würde sagen, wir beginnen. So, wir haben die SS 175 Taban. Wir müssen nach Südjapan. Unsere Besatzung ist halt grün, also wir sind unerfahren. Wir haben 14, also Mark 14 Torpedos, 16 Stück an der Zahl. So, dort ist hier unser Boot. Wir haben hier Deckgeschütz vorne und zwei Flakgeschütze. So, Gudi. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo müssen wir hin? Wir stehen hier unten. Guti. Dann setzen wir mal hier unseren Weg. Ich würde sagen, wir fahren gleich nach Sasebo und gehen gleich aufs Ganze. Und ja, wir werden so spielen wie zuletzt. So. So, mein Lieben, ich würde aber jetzt noch was sagen, bevor es losgeht. Ich werde mich erstmal auf Silent Hunter 1 konzentrieren, damit ich hier dieses Projekt mal abschließen kann, weil, wie gesagt, leider hat er das nicht meinen alten Spielstand übernommen. Ich weiß auch nicht warum. Da waren wir auch schon fast am Ende gewesen. Aber nun gut. Müssen wir halt nochmal leider neu anfangen. Ist halt so. Kann ich auch leider nicht ändern. Tut mir auch sehr leid. Aber die Videos bleiben ja vorhanden. Und alle drum und dran, ne? Und dann mal gucken, was so als nächstes denn für Projekte kommen werden, ja? Da muss ich erstmal noch gucken, wie ich Zeit habe, wie ich Zeit finden werde. Ne? Nichtsdestotrotz geht es jetzt los. All ahead, play!
Secure from red. Aye, aye, sir.
Call stop. So, wir warten mal jetzt ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben es morgen. Und die Luftaufklärung schläft nicht. Also, die wollen wir tunstgehst wirklich meiden. War hier die Sonne unter? Sonnenaufgang 6:28 Uhr, Sonnenuntergang 16:41 Uhr. Mondaufgang 10 Uhr. Monduntergang 21:38 Uhr. Gut, also fahren wir um 17 Uhr los. Okay. Ja, wie gesagt, mit den Hochzeiten sind wir jetzt so weit durch. Wir haben unsere letzte Hochzeit gehabt, jetzt am Wochenende. Heute hatten wir mal Frühstück gehabt. Ja, wie gesagt, morgen geht's nach Potsdam zum Ausbilderlehrgang. Geht jetzt am 30. los, geht bis zum 17.10. Dann habe ich noch einen schriftlichen Teil und dann noch einen praktischen Teil. Also Theorie und Praxis. Und dann mal gucken. Ich werde das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich werde mich auch hinsetzen und anstrengen. Und dann mal gucken. So, wir haben es jetzt 3:30 Uhr gleich. Wir warten aber trotzdem noch. Die Zerstörer, die da bewachen, die werden wir über Wasser wieder zusammenschießen mit unserem Deckgeschütz. Und die Torpedos lassen wir dann für die dort liegenden Schiffe. So, und wie gesagt, ich werde mir erst einmal jetzt, wie gesagt, auf Silent Hunter 1 konzentrieren. Weil sonst hatte ich zu viele Baustellen gehabt. Lieber schon nach und nach und dann ist gut. Und die Videos, die ich jetzt vorher aufgenommen habe, werden weiter, lasse ich weiter online. Aber wie gesagt, mir stinkt es auch jetzt ein bisschen an, dass ich neu anfangen muss, aber gut. So, wie sieht es jetzt im Himmel aus? Gucken. Break for red. Aye, aye, sir. All ahead, flank. Visual sighting, sir. All ahead, one third.
Up periscope. Sir, new sonar contact. All ahead, flank. Right full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. All ahead, one. Sir, new sonar contact. Sir, new sonar contact. Firing one. All stop. Sir. All ahead, flank. Right, full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. All ahead, one third. Ah!
sonar contact. Degrees. Right rudder. Aye, aye, sir. All ahead, flank. Left, full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. Left, full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. Target destroyed, sir. All ahead, flank. Down, periscope. Now running on diesel engines. On course of the requested heading, sir. So, wir warten mal, bis die
alle nachgeladen sind. Tube 1 loaded, sir. So, dann schließen wir erstmal zwei alle auf den schweren Kreuzer, zwei alle auf den leichten Kreuzer. Mit den Deckgeschützen nehmen wir uns die Zerstörer vor.
2 loaded, sir.
destroyed, sir. Tube 3 loaded, sir. Lass mal die alle jetzt nachladen. Und dann würde ich sagen, war es auch gewesen für diese Feindfahrt. Also wie gesagt, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt auf morgen, auf diesen Ausbilderlehrgang. Mal gucken, wie das wird. Tube 1 loaded, sir. Wie gesagt, ich werde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wird mir reinhängen, ranklotzen. Und vielleicht zahlt sich das ja irgendwann mal aus. Also ich hoffe es. Wie gesagt, der Chef bezahlt alles. Wenn ich es beim ersten Mal schaffen sollte, alles, bräuchte ich nicht bezahlen. Eben müsste erst die zweite Prüfung dann bezahlen. Na, mal gucken. Wir warten mal nur ab. Wir brauchen jetzt bestimmt 2 Torpedos für den leichten Kreuzer und 1 Torpedo für den Küstentanker. Das heißt, 3 Torpedos müssten nachgeladen werden. Tube 4, loaded, sir. Wie gut, da sind schon 2 nachgeladen. Wir warten das nur ab. Und dann war es das gewesen für diese Feindfahrt. Vielleicht nehme ich dann im Anschluss dann noch eine Folge auf. Mal gucken. Tube 2 loaded, sir.
destroyed, sir. Target destroyed, sir. So, und wir gucken mal. Wir haben insgesamt 11 Schiffe versenkt mit einer Gesamttonnage von 53.732 Bruttoregistertonnen. Wir haben versenkt einen Zerstörer der Mutsuki-Klasse, 1.772 Tonnen. Ein Zerstörer der Shiratsuyu-Klasse, 1.980 Tonnen. Ein Zerstörer der Asasio-Klasse, 2.370 Tonnen. Ein schweren Kreuzer der Mogami-Klasse, 13.440 Tonnen. Dann haben wir wieder versenkt ein Zerstörer der Mutsuki-Klasse, 1.772 Bruttoregistertonnen. Ein Zerstörer der Yugumo-Klasse, 2.520 Tonnen. Ein Standard-Handelsschiff, 15.200 Tonnen. Ein Zerstörer der Asasio-Klasse, 2.370 Tonnen. Ein leichten Kreuzer der Nagara-Klasse, 5.570 Tonnen. Ein Küstentanker, 906 Tonnen. Und ein leichten Kreuzer der Kuma-Klasse, 5.832 Tonnen. Attention to orders. For actions in combat, the Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting you with the Silver Star. Your actions reflect great credit upon yourself and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations, Captain. Attention to orders. For actions in combat, the Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting you with the Bronze Star with Combat V for Valor. Your actions reflect great credit upon yourself and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations, Captain. So, okay, wir haben wurden ausgezeichnet, also wir haben den Silver Star gekriegt und den Bronze Star gekriegt und kriegen jetzt so ja ein SD-Radar auf unser Boot. So, jetzt kommt wieder das obligatorische Abspeichern. Except. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, ne, von Silent Hunter 1. Also meine Lieben, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage Tschüss, Rainy, hau meine Lieben.